und hier noch den Request annehmen. Miss Maiko ist sicher wieder zurückgekehrt. Und Tsubasa wächst in ihrer Arbeit als Model auch. Weißt du, hier als Bürokraft zu arbeiten, während ich hier als Bürokraft arbeite, höre ich eine Menge Gerüchte über die Unterhaltungsindustrie. Das meiste davon ist nur Unsinn und Hörensagen, aber manche Dinge beunruhigen mich. Itsuki, könntest du mir einen Gefallen tun und ein Gerücht für mich überprüfen? Klar. Danke, Itsuki. Hast du von der Synchronsprecherin Nanane Aniyue gehört? Sie spricht Gripon in The People of Daitama Village. Sie ist ein aufstrebender Star in der Synchronsprecherindustrie. Es scheint, dass sie kürzlich ein wenig in Depression verfallen ist, was gar nicht zu ihr passt. Ich denke, dass dann eine Mirage ihre Finger im Spiel haben könnte. Und wenn das der Fall ist, können wir das nicht ignorieren. Okay. Sie hat aktuell einen Auftritt bei einem Event im Daitama Observatorium. Könntest du hingehen und das mal überprüfen? Ja, klar. Oh. Field CD. Okay. Meinetwegen. Hey. Radiant Unity. Door of Transformation. Radianto Unity. Ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen. Was ist los, Kane? Warum ist ein Mann, der ein Held werden will, sein Selbstvertrauen dadurch trainieren, irgendwelche Mädels anzugraben? Diese Schritte zu nehmen, sind wichtig für Helden in dieser Welt. Ist das akzeptabel? Hä? Ist es wirklich akzeptabel, weiterhin meinen Glauben in dich zu setzen? Um die Wahrheit zu sagen, bin ich mit nichts als Unsicherheit gefüllt. Hast du das gerade wirklich laut gesagt? Es gibt nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest. Okay? Sieht vielleicht nicht so aus. Aber ich fühle mich, als würde ich voranschreiten. So. Nun gut. Dann werde ich weiterhin über dich wachen. Und dann werde ich für eine Weile weiterhin über dich wachen. Du magst ein Idiot sein, aber du bist nicht die Sorte Mann, die ihr Wort brechen würden. Natürlich nicht. Dieses Kind erinnert mich an dich. Besonders das Strahlen seiner Performer. Meinst du? Nein, das ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt gehen. Tschüss.
Wen soll ich heute in ein Genommonster verwandeln? Nein! Bleib genau dort stehen. Jetzt, da ich hier bin, werde ich nicht zulassen, dass du hier weiter herumwütest. Wer bist du? Ich bin die Fänge des Blitzes, die durch die Straßen flitzen. Mein Name ist Hyoma Kiba. Jetzt allen gut? Wie sieht's mit euch Ladies aus? Komm schon, Genom-Monster. Ich werde die Zukunft der Kinder beschützen und diese wunderschönen Ladies. Jetzt ist an der Zeit. Jetzt ist eine Zeit, verzaubert zu werden. Lightning Systems, Full Throttle. Transmute. Otsukare. Nori nori datta na. Gute Arbeit da draußen. Du hast es gerockt. Yeah. Ich hab so viel Dialog improvisiert. Eventuell schreiben sie mich nachher. Ich schätze, aber es hat sich ausgezahlt, die Mädels anzumachen. Die Reaktion des weiblichen Publikums war echt beeindruckend. Manche haben sogar gesagt, dass du besser warst als der eigentliche Schauspieler. Ich schätze, es war es wert, dass du mich begleitet hast. Ich frage mich, ob er zugeschaut hat. Oh, du meinst der Bursche? Ich habe ihn am Rand des Publikums gesehen. Er hat wirklich mit der Show mitgefiebert. Ich verstehe. Jetzt, wo du sagst, warum machst du dir solche Sorgen um ihn? Was das angeht. Du musst mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Nur weil wir Freunde sind, heißt es nicht, dass ich alles wissen muss. Nein, das ist kein Geheimnis oder so. Du hast mir eine Menge Zeug geholfen. Ich möchte also, dass du es weißt. Okay. Das Kind erinnert mich an die Zeit, als ich selber in seinem Alter war. Zu der Zeit sind meine Eltern weggerannt, weil sie mehr Schulden hatten, als sie begleichen konnten. Oder als womit sie umgehen konnten. Ich wurde von meinem Großvater aufgezogen. Ich wurde in der Schule dafür gehänselt und habe meinen Glauben in die Welt verloren. So sehr ein Kind, das kann zumindest. Aber dann habe ich diese Heldenshow im TV gesehen und das war... Es hat mir Mut gemacht. Es hat mich gerettet. Jede Woche. Jede Woche sind irgendwelche widerlichen Bösewichte aufgetaucht und jedes einzelne Mal haben sie den Helden fast besiegt. Aber der Held ist jedes Mal wieder aufgestanden, ohne auch nur einmal die Hoffnung zu verlieren. Ein Held muss jemand sein, der anderen Mut und Mut und Freude geben kann. Ich möchte für dieses Kind so jemand werden. Ich werde dich anfeuern.
Itsuki. Itsuki. Danke, Mann. Sanke. Kore kara mo tayori ni shiteru ze. Shinyu. Ich werde mich weiterhin auf dich bezüglich Führung verlassen. Du bist immerhin mein bester Freund. Jo. Und ich darf dir jedes Mal wieder den Arsch retten, hä? Naja, dann ist das so. Gaia's Whisper. Okay. Why not? Gaia's Whisper. Mal hier. Bla, bla. Yo. Okay. Haben wir hier noch was? Scheint so, als würden deine Erinnerungen in der Idolasphäre ein wenig durcheinander geraten, hä? Huh? Ich hatte das Gefühl, dass Nobu sich nicht wirklich daran erinnern kann, was während dieses ganzen Schlamassels passiert ist. Ich muss doch echt überlegen, okay, wie übersetze ich jetzt Mess in dem Fall am besten. Ich glaube, wir gehen mal in die Prisoner Area. Will ich mir auch mal ansehen. In der Prisoner Area sind Savage Enemies, die Detritus fallen lassen, denen man eintauschen kann. Okay. Alle Gegner in diesem Gebiet sind sind stark. Kennt deine Limits und denk dran, dass Rückzug manchmal die weiseste Option ist. Sind auch Items in den vier Ecken des Dungeons versteckt. Such schnell, denn sie werden verschwinden, wenn du zu lange brauchst, um sie zu sammeln. Okay. Da ich hier drin nicht speichern kann, und wenn alle Gegner stark sind, und das alles Savage Enemies sind, dann will ich da vorher mal speichern. Ich habe keinen Bock, das andere Zeug hier nochmal zu wiederholen. Okay. Schauen wir doch mal. Ah ja. Okay, es sind halt alles diese schwarzen Gegner, ne? Die ich zwar wegstoßen kann, aber mehr auch nicht. Okay. Was haben wir hier? Level 31. Uff. Okay, gucken wir doch mal. Was sagt ihr zu Blitz? Ah. Okay, bei einem von euch habe ich eine Schwäche gefunden. Ja, da bringt ihr das. Aua. Yo, leck um you. Game over. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, das lassen wir dann. Dann schauen wir doch stattdessen mal in die Mastery Area. In der Mastery Area sind Gegner, die Skillbooks droppen, die Mastery geben. Wenn du Gegner im Kampf oder auf der Map besiegst, werden andere stärker. Okay. Und es gibt auch viele Items in den vier Ecken. Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Ein Goldbarren. Warum nicht?
frage mich zwar, warum das ein Consumable ist, aber hey, ich hinterfrage das einfach nicht. Drei Skillbücher, nice. Eventuell werde ich Thomas ein paar Skillbücher wegschmeißen. Einfach weil er. Das ist keine Ecke, wie es aussieht. Okay. Einfach weil Thomas gerade sehr viele Waffen noch auf Reserve hat, von denen er noch was lernen kann. Also entweder ich werde für das Item in der Ecke zu langsam oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Hier ist auf jeden Fall noch eins. Skillbook. Okay. Einfach sicherheitshalber angegriffen, falls da jemand ist, ne? Man weiß ja nie. Aber war offenbar nicht. Naja. Hey, na? Sag mal, was haben wir hier für Gegner? Was kreucht und fleucht hier so rum? Kenn ich die schon? Oh. Ja, tue ich, und die sind öde. Okay. So, sehr schön. Sehr schön. Gegner sein, der aktuell zu stark für uns ist. Okay, dann gehen wir wieder. Dann ist mir das egal. Ich meine, wir haben hier ein paar. Wir haben schon ein paar Skillbücher bekommen. Ne, und können jetzt noch ein paar mehr kriegen. Ein Skillbuch. Na Mensch. Da haben wir eins. Oh, mein eigener Stage Rank ist up. Nice. Oh, neuer Radiant Skill. Okay, komm. Lass uns raus. Hey Tiki. Oh, der Great Director. Yes, nice. Nice. Jo. Mein letztes 3 Sterne Prestige. Ist mir aber egal. So, und dann gehen wir doch nochmal in die Training Area, weil warum nicht? Ah, okay, hier gibt's, hier werden Tomes gedroppt, die XP geben. Ich dachte, das sind einfach normale Gegner, die viel Erfahrung kriegen. Naja, auch gut. Okay.
Ein Turm! Yay! Ihr seid immer noch Pussys. Drei Turms, nice. Sehr schön. Fire Slash plus 1. Sehr schön. Tadokaja, auch schön. Okay. Ja, ne, nicht Skills. Items. Ah, okay. Ich denke, ich verstehe, wie die funktionieren. Das scheint so nach dem Prinzip zu sein, ja, Das wird halt, ne, aufs Maximum erhöht, sodass man nach dem nächsten Kampf auf jeden Fall einen Skillpunkt kriegt. Ist ja doof. Naja, dann... Trotzdem hier mal ein Agilau. Ja. Ist genau das. Wird quasi so weit erhöht, dass man nur noch einen Punkt braucht. Um den nächsten Skill zu lernen. Okay. Ah, da steht es doch. Item im Nordwesten ist verschwunden. Okay. Hier, Würmchen. Friss mal ein bisschen Feuer. Ups, das war dumm. Das war richtig dumm. Gaia, Gaia's Whisper gives it charge for 2 rounds. Okay. Kann man machen, ja? So. Also ist definitiv etwas, das funktioniert. Ja, eine Medium-Feuerattacke? Gerne. Ich
sehr schön. Und hier mal ein Score plus 2. Stimmt ja, ich wollte ja noch die Waffe wechseln, nicht das Double Drip hier. Denn, ja, da brauchen wir noch was. Aber hier, der Silver Spear. Wird durch den Hawthorn Spear ersetzt. Oh, durch eine Interaktion mit einem Item verschwinden die Gegner? Also interessant. Aber meinetwegen. Inferno, huh? Okay. Ich könnte einen Aerial Dance nutzen. Ja, mach ich auch. Komm. SP-Leiste ist hoch genug. Beziehungsweise ich habe 3 SP-Leisten. Hast du jetzt mal keine Schwäche? Wie es aussieht? Aber hey, das ist egal. Okay. So, was haben wir bisher rausgefunden? Drain Feuer, das hatte ich erwartet. Und Schwäche gefunden. Nice. Kriegen wir dich vergiftet? Nee. Leider nicht. Nein. Was soll ich machen? Sehr gut. Ich vermute, dass es hier wieder heißen wird, zu stark. Zu starker Gegner. Ich will es auch nicht riskieren, muss ich sagen. Das will ich jetzt gerade absolut nicht riskieren. Ich habe das Gefühl, dass die Blackwing Knights eine Windschwäche haben werden. Das sind halt fliegende Einheiten. Ja.
Nicht mehr genug EP. Das ist ja doof. Nice. Nice so. Okay, soll reichen. Das soll soweit erstmal reichen. Ich würde sagen, das soll dann auch für den heutigen Stream reichen. Speichern wir eine Runde. Und beim nächsten Mal geht es dann mit Kapitel 3 weiter. Klingt nach einer guten Idee. Dann danke ich allen, die da waren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.